Ist es auch dein großer Herzenswunsch, ein erfolgreicher Autor zu werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich stelle dir gleich in meinem Interview den erfolgreichen Nachwuchsautor Fabian Wollschläger vor. Er hat das wunderbare Buch Die Quelle in dir geschrieben, was wirklich ein ganz großer Bestseller geworden ist. Und wir haben in diesem Interview uns ganz, ganz toll auch über ganz viele tiefgründige Themen austauschen können. Über auch, ne, wie ist dieser Entstehungsprozess von einem Buch? Was bedeutet es, wirklich aus diesem Herzen, aus diesem Herzraum zu schreiben, aber auch einen Text brillant zu machen? Und wie kannst du auch Blockaden, Ängste und die Stimme vom inneren Kritiker überwinden, um wirklich rauszugehen, ja, und dein Ziel zu erreichen, viele Menschen ansprechen und berühren zu dürfen. Ich bin selbst auch Autorin und Diplompsychologin zum Thema Hochsensibilität und deshalb können wir uns da wirklich sehr, sehr austauschen und es ist wirklich ein ganz tolles, mutmachendes Interview für alle, die auch in diese Fußstapfen treten wollen. Ich habe jetzt auch noch eine zweite gute Nachricht für dich. Im Januar 2021 startet meine Autorenwerkstatt, wo ich wirklich mit einer kleinen Gruppe von angehenden Autorinnen ein Programm durchlaufen werde, wo ich wirklich auch dir helfen kann, deinen Traum wahrzumachen, ja, ein Buch zu schreiben und auch zu vermarkten und auch zu publizieren. Alle Infos dazu findest du hier unter diesem Link und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, viel Freude und viele Erkenntnisse in diesem Interview. Bleibe möglichst bis zum Schluss dran, denn wir kommen am Ende des Interviews auf ein ganz tolles Thema noch zu sprechen, wo Fabian sein neues Projekt vorstellt, wo auch er Menschen helfen wird, erfolgreich zu werden. Und gerade so die Menschen, die sich in diesem Bereich Spiritualität, Psychologie und Gesundheit bewegen, was ja auch ganz stark zu meiner Zuschauergruppe hier gehört, könnte das noch sehr interessant sein. Ja, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch, bei dir sein zu dürfen. Ja, Fabian, vielleicht mal so die erste Frage. Wie entstand denn bei dir dieser Impuls, die Bücher zu schreiben? Was war so für dich der Auslöser, wo du gesagt hast, ja, ich habe was zu sagen, ich habe etwas, was ich mit der Welt teilen möchte? Weil irgendwo fängt ja so ein Funke an. Ja, und dann entsteht etwas daraus. Kannst du dich noch so an diesen Moment erinnern? Ja, mehr oder minder. Es ist schwierig, das in einem kleinen Moment zusammenzufassen, aber Ja. ich kann mich an die Phase sehr gut erinnern. Und wie alle wichtigen Prozesse in meinem Leben und vielleicht auch in vielen anderen Leben, gerade Prozesse der Heilung, entstehen sie oftmals aus einem Schmerz heraus. Und so war es bei mir auch. Ich könnte jetzt ganz zurückgehen, aber ich versuche es mal etwas einzugrenzen. Ich war damals in einer recht guten beruflichen Position als Content Marketing Manager bei einem sehr renommierten Unternehmen. Es war für mich mein Traumberuf. Ich habe ihn geliebt und auch sehr gerne tagtäglich ausgeführt. Ich hatte viele Privilegien in diesem Job. Ich konnte von zu Hause aus arbeiten. Ich konnte mich recht schnell in dieser typischen beruflichen Hierarchie hocharbeiten. Habe gutes Geld verdient, hatte tolle Arbeitskollegen, habe also alles in allem wirklich meinen Traumjob gefunden, nachdem ich aber zuvor auch viele berufliche Stationen durchgemacht hatte und war eigentlich sehr glücklich zu der Zeit mit meinem Leben. Ich war da auch schon mit meiner heutigen Frau zusammen. Wir waren in unserer ersten eigenen Wohnung und ich hatte so das Leben, was ich mir eigentlich über 20 Jahre zuvor gewünscht hatte. Und dann plötzlich begann allerdings, dass ich Migräneanfälle hatte. Ich kannte vorher Migräne gar nicht. Ich hatte in meinem Leben zuvor vielleicht 5-mal wirklich ernstzunehmende Kopfschmerzen. Das war eigentlich nie ein Thema für mich. Und plötzlich erinnere ich mich noch an dem Abend, da kam ich vom Fitnessstudio, vom Training zurück und hatte schon auf einmal dieses, ich glaube, man nennt es Aura oder so etwas. Und ich dachte zuerst, ich hätte mich vielleicht im Training überanstrengt und auf einmal, so circa eine halbe Stunde später, begann es, dass ich höllische Kopfschmerzen hatte. Und intuitiv musste ich mich auch sofort zurückziehen in einen dunklen Raum. Alles musste leise sein, ansonsten hätte ich das gar nicht ausgehalten. Habe es dann aber noch irgendwie als Überanstrengung abgetan. Und die Wochen und Monate darauf kamen diese Migräneanfälle zurück. Und sie wurden immer häufiger, immer intensiver. Und dann stand auch für mich recht schnell klar, das war aufgrund des Druckes, den ich auf der Arbeit hatte, den ich mir aber auch selbst gemacht hatte.
Und so stand ich jetzt, um etwas weiter voranzuschreiten, dann vor der sehr schweren Entscheidung, meinen Traumjob, eigentlich meinen Traumjob aufgeben zu müssen. Und für mich war es damals so, ich habe, so wie wir alle vielleicht noch bis zu einem gewissen Grad an Aufwachen, wenn man es so nennen möchte, nach meiner eigenen Identität gesucht. Mich immer der Frage gewidmet, wer bin ich? Und hatte darauf in meinem Leben verschiedene Antworten. Als Kind war ich so der introvertierte Außenseiter, als Jugendlicher, weil ich da so einen Mangel entwickelt hatte, weil ich mich nicht in die Gesellschaft eingliedern konnte. Als Jugendlicher habe ich es umgekehrt. Da war ich so der extrovertierte, spätpubertierende Macho, all das. Beide Seiten kennengelernt. Und in meinem frühen Erwachsenenalter habe ich mich komplett mit meinem Job identifiziert. Und als ich dann diesen Job zwangsweise mehr oder minder aufgrund meiner körperlichen Beschwerden aufgeben musste, erfuhr ich in dem Moment einen totalen Identitätsverlust. Ich stand zum ersten Mal in meinem Leben vor einer Mauer oder mit einer anderen Metapher. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Ich wusste nicht mehr, wo ich hingehen soll. Ich habe zuvor immer sehr stark in der Zukunft gelebt. Was ich heute nicht habe, das kriege ich schon morgen irgendwie. Aber für mich gab es keinen Morgen mehr. Ich wusste nicht mehr, in welche Richtung mein Leben gehen soll. Und du hast am Anfang nach diesem einen Moment gefragt. Und wenn ich ihn finden müsste, würde ich diesen Moment als den ausschlaggebenden Moment bezeichnen, nach diesem Jobverlust und nachdem ich zum ersten Mal in meinem Leben gar nicht mehr wusste, in welche Richtung ich gehen sollte. Ich hatte mich zuvor schon einige Jahre mit Spiritualität befasst, allerdings sehr theoretisch. Klar, hier und da mal meditiert, hier und da mal gelesen, aber ich bin nie so sehr in die Praxis gegangen. So theoretisch in meinem Kopf war ich schon erleuchtet, praktisch war ich noch weit davon entfernt, bin ich auch heute im Übrigen noch. Und dann hatte ich mir aber gedacht, darf ich noch etwas zurückgreifen oder ist die Antwort schon zu lang? Kein Problem. Es ist alles interessant. Ich glaube, ich würde es vielleicht nochmal, bevor du da nochmal, merk dir mal den Gedanken, genau, bevor du da nochmal tiefer einsteigst, es war für mich nochmal so ein ganz wichtiger Schlüsselsatz, den würde ich auch gerne für unsere Zuschauer nochmal zurückreflektieren. Es ist nämlich dieses Thema des Identitätsverlust oder Identitätswandel. Und da möchte ich gleich nochmal ganz kurz einhaken und dann kannst du gerne da nochmal tiefer gehen, weil ich glaube, dass wir alle durch solche Prozesse gehen, die sich sehr, sehr krisenhaft dann auch zeigen können im Leben, wo wir quasi den Halt verlieren, ja, eben den Halt von einer Arbeitsstelle oder auch von der Familie. Oder das, sowas kann natürlich auch passieren im Inneren, auch wenn im Außen sich nichts ändert, ja, dass Leute innerlich plötzlich in so einem Nebel stehen oder so in, ich bezeichne es gerne auch als Vakuum, dass dieses alte Selbstbild verloren geht, entweder durch spirituelle Praktiken oder einfach auch durch krisenhafte Situationen oder doch durch natürliche Wandlungsprozesse. Und viele Menschen haben da unheimlich Angst davor, ja, weil wir immer gerne oder das Ego gerne an dieser alten Identität festhalten möchte. Und ich finde es sehr spannend, wie du das beschreibst. Und ich möchte einfach auch jetzt schon mal den Zuschauern da einfach Mut machen, ne, wenn sie auch solche Phasen erleben gerade oder erlebt haben, dass das was ganz Natürliches ist, diese Wandlungsprozesse, dass wir da einfach auch die Chance drin erkennen dürfen, ja, dass da was Neues ins Leben kommen möchte und dass wir da nicht quasi in der Depression da stecken bleiben müssen oder in dieser Sinnlosigkeit oder was auch immer das, wie man das bezeichnen möchte, sondern ich glaube, dass es Teil unserer menschlichen Erfahrung ist und genau eben, ne, auch dann diese Offenheit zu haben, sich zu fragen, ja, was möchte da entstehen? Und bei dir war es ja eben dieser Ruf zu schreiben und da, ja, da können wir jetzt gerne noch mal so anknüpfen, was dir da noch so für Gedanken dazu kommen. Ich hatte 5 Jahre zuvor meine heutige Frau kennengelernt. Und zu diesem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, waren wir noch extrem gegensätzlich. Ich war, wie gesagt, dieser spätpubertierende Macho oder wie man das bezeichnen möchte. Mein einziger Fokus lag darauf, unter anderem damals im Hinblick auf den Beruf viel Geld zu verdienen, Karriere zu machen, dieses typisch materialistische. Ich hatte die Träume, ein dickes Auto zu fahren, ein großes Haus zu haben, in meinem Freundeskreis angesehen zu werden, der Coole zu sein und all das. War jedes Wochenende feiern und ja,
war dieser typische spätpubertierende Jugendliche, sage ich mal. Ich dachte, ich kenne die Welt und weiß alles am besten, wusste allerdings gar nicht so viel. Und das habe ich dann durch meine heutige Frau langsam kennenlernen dürfen. Wir haben uns zufällig kennengelernt. Hier war das Besondere, all das, was mir wichtig war, das war für sie nicht wichtig. Und meinem damaligen Gedankengang nach hätte sie unglücklich sein müssen, weil ich dachte, ich wäre glücklich mit dem, ich wüsste alles. Aber ich wusste irgendwo unterbewusst natürlich auch, dass ich trotzdem noch eine Leere in mir habe, die zum Beispiel dieses schnelle Leben, dieses 5 Tage irgendwie durch die Arbeitswoche kommen, am Wochenende dann feiern und einen Abend gute Laune zu haben. Ich wusste, dass mich das langfristig nicht glücklich macht und dass das irgendwie am Ende doch mehr Leere hinterlässt, als dass es mich erfüllt. Und sie hatte all das nicht und sie war trotzdem glücklicher. Und ich glaube, das war auch noch ein sehr unterbewusster Prozess damals für mich, so eine erste Erkenntnis, wo ich aufgeräumt bin, hey, vielleicht weißt du doch gar nicht so viel. Ja. Solltest du dich mal öffnen für andere Welten, für andere Richtungen. Und bei ihr war auch das Besondere, sie hat, um es mal etwas greifbarer zu machen. Ich habe zum Beispiel damals, ich finde, an äußeren Veränderungen kann man es immer leichter erkennen, ich habe 1,5 Kilo Fleisch am Tag gegessen, weil ich damals auch sehr viel Wert auf mein körperliches Erscheinungsbild gelegt habe. Ich war Fitnesssportler, wollte immer muskulös und athletisch sein. Und damals war das Thema Vegetarismus und Veganismus noch nicht so verbreitet wie heute. Da hieß es noch, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, brauchst du viel Fleisch. Deswegen war für mich immer 1,5 Kilo Fleisch am Tag Standard, auch kein qualitativ hochwertiges Fleisch. Und sie war zum Beispiel damals schon Vegetarierin noch. Und da bin ich zum ersten Mal überhaupt damit in Kontakt gekommen, dass täglicher hoher Fleischkonsum gar nicht normal sein könnte. Sie hat mich aber nie dazu gezwungen, gesagt, hey, ich finde das blöd, blöd für die Tier- und Pflanzenwelt, lass das mal. Wenn du mit mir zusammen sein willst, will ich nicht, dass du das tust. Nein, sie hat mich so gelassen, wie ich bin. Sie hat das akzeptiert, aber dadurch, dass ich sie so geliebt habe und wir zusammen gelebt haben, bin ich immer wieder in Kontakt mit diesem Thema Vegetarismus und Veganismus gekommen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann der Impuls war, aber habe ich von einem auf den anderen Tag aufgehört, Fleisch zu essen. Und dann war es für mich so, ich war damals immer sehr häufig krank, gerade im Winter, wenn ich einmal eine Erkältung hatte, hat die sich eigentlich bis ins Frühjahr durchgezogen. Und ich hatte immer hier und da mal Wehwehchen. Und als ich dann langsam meine Ernährung umgestellt habe, ging es mir auf einmal körperlich viel besser und in Ergänzung dazu dann auch mental. Und das habe ich gemerkt. Und das war, glaube ich, diese äußere Veränderung. Ich habe auch davor geraucht, dann habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Diese äußeren Veränderungen und dieser gesundheitliche Umschwung, sowohl körperlich als auch mental, die haben mich, glaube ich, dann wirklich erkennen lassen, hey, vielleicht weißt du gar nichts über die Welt oder nur ganz wenig und das eigentlich viel, viel mehr und das, was du machst, fährt dich eher gegen eine Wand, als dass es dich weit nach vorne bringt. Und so habe ich mich langsam geöffnet, sage ich mal. Und ich durfte dann in den 5 Jahren danach, um jetzt wieder die Kurve etwas zu bekommen, habe ich immer mal wieder alternative Erkenntnisse für mich auch in mein Leben integrieren können, aber hatte nie so die Durchschlagskraft. Ich bin immer wieder auch irgendwo in mein altes Ich zurückgefallen. Und als ich dann nach diesem Jobverlust in diesem tiefen Loch war, nach diesem Identitätsverlust, habe ich mir gesagt, hey, du hast die letzten 5 Jahre so viel eigentlich für dich gelernt. Auch schon die ersten Sachen umgesetzt, dadurch auch kleine Veränderungen erfahren, aber bist immer wieder zurückgefallen. Und jetzt, wo du gar nichts mehr hast und du doch eigentlich weißt, wie es besser geht, jetzt setze das doch mal praktisch um. Und dann bin ich für einige Wochen sehr tief in mich gegangen, habe viel auch mit Meditation gemacht, aber nicht nur Meditation, im Grunde genommen sehr viel Selbstreflexion von mir, von meinem Leben, von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen und habe dann gesagt, hey, du bist zwar jetzt noch nicht erleuchtet und hast eigentlich vielleicht von außen betrachtet gar nicht die Berechtigung, irgendwie als spiritueller Autor aufzutreten. Aber irgendwas hat mich einfach berufen, weil ich mir dachte, vielen geht es so. Vielleicht brauchen manche Menschen gar keine Gurus oder so etwas, gar keine Experten, die Jahrzehnte an Erfahrung und Ausbildung, weiß ich nicht, was alles haben, sondern vielen geht es ja genauso wie mir. Die sind sehr nah dran an meinem alten Ich. Und vielleicht hilft es denen, wenn gerade ich denen berichte, was mir
in den Situationen geholfen hat. Und super. Dann hat es mich nach dem Schreiben gerufen. Ich habe diese Erkenntnisse, die ich selbst für mich vor allem in den letzten 5 Jahren gesammelt hatte, niedergeschrieben und das Ergebnis war dann mein erstes Buch. Super. Ja, ich habe ja auch hier ein Buch von dir. Ich weiß jetzt nicht, ob das das erste Buch war. Ist es das? Das war das erste, genau. Okay. Also ein tolles Cover. Die Quelle in dir, aus der Leere in deine Unendlichkeit. Also auch ein ganz, ganz toller Titel, muss ich sagen. Und das ist ja schon ein sehr, sehr außergewöhnliches Buch mit, ich glaube, über 700 Rezensionen auf Amazon. Also ich als Autorin weiß, was das bedeutet, dass es wirklich extrem viele Rezensionen sind. Das heißt, das hat sich auch sehr, sehr gut verkauft. Vielleicht gehen wir mal noch ein bisschen hier konkreter auf dieses Buch jetzt ein. Also zum einen ist es für ein Self-Publishing-Buch ein extremer, also außerordentlicher Erfolg und auch im Vergleich zu klassisch publizierten Büchern mit Verlagen ist es auch ein herausragender Erfolg. Ja, es gibt Autoren, die vielleicht 1000 Bücher im Jahr verkaufen mit einem richtigen Verlag. Und das heißt, irgendwie hast du hier einen Zeitgeist getroffen oder etwas angesprochen in deinen Lesern, was es vielleicht anderswo nicht gibt oder wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen. Was glaubst du selber, warum dieses Buch so viele Menschen berührt hat? Das ist für mich ganz schwer zu erklären. Okay. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe es im Oktober 2018 veröffentlicht. Einerseits wusste ich, dass es der richtige Schritt ist, weil er konnte gar nicht falsch sein, weil er aus meinem Herzen kam und ich wusste, ich habe nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall erreiche ich keinen einzigen Leser, bekomme schlechte Rezensionen, tue das als Lernerfahrung ab und gehe dann wieder in irgendeinen alten Job zurück. Andererseits hatte ich natürlich, ich bin jetzt nicht mit super breiter Brust als Autor rausgegangen, weil ich hatte kein Studium, kein literarisches Studium, war auch in der Schule jetzt im Deutschunterricht nie der Klassenbeste oder sowas. Ich hatte von außen betrachtet gar keine Berechtigung zu schreiben, offiziell zu schreiben als Autor, mich als Autor überhaupt nennen zu dürfen und dann auch noch im spirituellen Bereich. Aber ich habe es gewagt, weil es wollte einfach raus. Und dann im November, im ersten Monat, nachdem ich es veröffentlicht hatte, hat sich das Buch vielleicht 3 oder 5 Mal verkauft. Es war nicht der Rede wert. Und irgendwo hatte ich natürlich gehofft, viele Menschen erreichen zu dürfen. Auf der anderen Seite wusste ich, es ist extrem irrealistisch. Warum auch? Und dann war es im Dezember so, dass ich auf einmal, ich erinnere mich noch sehr gut an den Abend, da war meine Frau am Kochen, ich saß in der Küche. Und in dem Buch, in all meinen Büchern ist es so, dass ich am Ende meine E-Mail-Adresse hinterlasse, weil ich einfach mit meinen Lesern noch in Kontakt treten möchte, falls sie Fragen haben oder ähnliches. Dann habe ich damals, ich hab die E-Mail-Adresse zwar im Buch hinterlassen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sich irgendwann mal irgendjemand meldet. Okay. Und dann an dem Abend habe ich auf einmal eine E-Mail bekommen von einer jungen Frau, die sagte, hey, das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. Du hast mir so geholfen, mein Leben hat sich so verändert. Und ich weiß noch, ich habe mich so wenig mit dieser Rolle als spiritueller Autor identifiziert, dass ich dachte, das ist ein Spaß, den sich jemandem nicht erlaubt. Einer von meinen alten Freunden und konnte mir das selbst gar nicht vorstellen. Ich habe der Frau dann aber natürlich geantwortet und dann hat sich herausgestellt, es war tatsächlich alles ernst gemeint. Und irgendwie ist dann so auch der Knoten geplatzt. Also ich habe dann zwischenzeitlich schon weitere Bücher geschrieben, weil ich im Schreibprozess gemerkt habe, dass es mich einfach unglaublich erfüllt. Und habe dann im Januar auch schon weitere Bücher veröffentlicht. Und so Januar, Februar, März war dann auch so der Zeitpunkt, wo alle Bücher in ihrer Kategorie auf Amazon zum Bestseller wurden. Und dann ist das Ganze, so der Rest, was danach passiert ist, ist für mich selbst auch von heute noch reflektiert betrachtet ein Märchen. Okay. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ich schreibe aus dem Herzen heraus. Vielleicht ist ein Erfolgsgeheimnis genau das, was ich eben schon angesprochen habe, dass ich eben kein Guru bin. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Ich behaupte sogar, dass viele meiner Leser vielleicht sogar in irgendeiner Form weiser sind als ich, schon viel mehr Erfahrung in diesem großen Bereich Spiritualität gesammelt haben. Aber vielleicht ist gerade das etwas, was viele Menschen anspricht. Ich kann es aber nicht genau erklären tatsächlich.
Ja, ist auch schwierig, ne? Weil du gerade eben in dieser anderen Rolle bist, ne? Du bist der, der das rausgebracht hat, und die Leute, die das lesen, das, die kommen ja dann auf so eine eigene Entdeckungsreise, ne? Das ist ja wieder ein ganz anderer Prozess, so ein Buch zu lesen oder zu schreiben. Und ich selber erlebe das beim Schreiben auch oftmals so wie so ein Flow, ne? Dass das so durch mich durchfließt. Vielleicht kennst du das auch. Das ist wie so eine Hingabe in dieses, was möchte da entstehen, was schwebt da im Äther, sage ich mal. Und da ist man manchmal selber überrascht, ja, was da am Ende man dann rauskommt, ja. Also das ist wirklich so, ja, wie, ich möchte es nicht Channeling nennen, also da bin ich überhaupt kein Freund von, aber Kanal für ein höheres Bewusstsein, könnte man vielleicht sagen, mit dem wir natürlich alle selber verbunden sind. Und ich weiß nicht, ob du Julia Cameron kennst. Sie hat das Buch geschrieben, Der Weg des Künstlers. Kenn ich leider nicht. Kennst du nicht? Ja, sie ist eben auch eine ganz, ganz sehr bekannte Bestseller-Autorin in den USA im Bereich Kreativitätsförderung. Und sie beschreibt das auch so jeglichen kreativen Prozess, dass wir dann zum Kanal werden. Und das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Bild, weil ich kenne das von mir auch. Und ich glaube, das ist eigentlich so die schönste Art zu schreiben, ja, wenn es in diesen Flow kommt. Es gibt eben ja auch Autoren, die sehr aus diesem rationalen Verstand schreiben. Und dann wird es auch sehr anstrengend, ja. Und dann muss man jeden Satz x-mal überarbeiten. Und ich vermute mal, dass es bei dir wahrscheinlich auch so aus so einem Fluss entstanden ist, wo man dann vielleicht eher nochmal so Rechtschreibkorrektur macht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du da groß an deiner Formulierung da gefeilt hast, nehme ich mal an, ja. Weil das kommt ja dann aus dem Inneren, ja, diese Sätze. Sowohl als auch tatsächlich. Vielleicht, das hätte ich gerade noch erwähnen können, das ist mir nur selbst gerade nochmal gekommen, als du das so ausgeführt hast. Ja. Ich glaube, auch noch eine Besonderheit in meinen Büchern sein könnte, ist, dass sie einen recht poetischen Schreibstil ja, haben. Ja, das stimmt. Ich arbeite extrem viel mit Metaphern, mit Bildern. Ich versuche in jedem Satz wirklich eine deutliche Botschaft zu definieren und mein Buch jetzt nicht irgendwie zwangsweise auf 200 Seiten zu strecken, damit es nach mehr aussieht. Jeder Satz soll wirklich etwas in dir hervorrufen, dir helfen, dich selbst besser kennenzulernen. Und tatsächlich in der Erstfassung, in der Rohfassung, die auch am wichtigsten ist, da würde ich dir vollkommen zustimmen. Also bei mir, da fließt es im weitesten Sinne. Man öffnet sich und ich versuche das immer so zu beschreiben, so das Leben spricht dann durch dich. Schön. Ist natürlich auch nur eine Metapher, aber ja. Die beschreibt es ganz gut, für mich zumindest. Und wenn ich dann diese Bilder, die man auch in vielleicht fast jedem zweiten oder dritten Satz in meinem Buch dann findet, die kommen dann. Aber ich finde es gerade, ich hatte immer ein Problem mit Sachbüchern, weil die mir recht steril vorkamen. Für mich war es dann auch anstrengend, die zu lesen. Und ich finde, dass so etwas wie Bilder das einerseits greifbarer machen, auch für die praktische Umsetzung. Im besten Fall finde ich, ist ein Sachbuch halt auch nicht allzu theorielastig, sondern gibt dir was für dein echtes Leben mit. Hm. Und Bilder helfen dann, das Ganze noch besser zu integrieren. Und diese Bilder dann, ich habe Bilder schon ausformuliert, muss ich ehrlich sagen. Also da bin ich dann auch hinterher, dass das Ganze sprachlich auf einem nicht unbedingt hohen Niveau ist, aber dass es einfach... Mein Traum ist zum Beispiel auch belletristisch zu schreiben irgendwann. Schön. Wenn ich die Zeit und Ruhe habe, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und vielleicht könnte man das so ausdrücken, dass ich versuche, belletristische Sachbücher zu schreiben. Und deswegen in diesem Sonderfall arbeite ich auch schon viel nach. Also ich habe diesen Rohsatz, dieses Rohbild und dann versuche ich es aber schon hier und da auszuschmücken. Bei mir ist es so eine Mischung, aber ich kann auch das, was du sagst, zu 100% nachvollziehen. Ja. Ja, das ist bei mir auch so, dass dann in diesem Gerüst, was dann steht, dass dann nochmal so ein Feinschleifen stattfindet. Und da ist es mir zum Beispiel auch ganz wichtig, mein Mann hilft mir da auch, das ist, denke ich, ähnlich wie bei dir und bei deiner Frau in diesem Prozess, ja, dass du da jemanden hast. Und wir schauen dann eben immer auch, wo sind die Schlüsselbegriffe, also... Oder gibt es manchmal auch negative Reizwörter, wo dann Arno zum Beispiel immer sagt, oh nee, das kannst du dann nicht nehmen, das ist jetzt zu negativ. Oder
Oder wie kann man vielleicht auch Schlüsselwörter einbauen, die einfach eine hohe Schwingung haben? Ne? Weil unsere Sprache ist ja so machtvoll. Ich kann mit der Sprache Menschen runterziehen oder ich kann sie aufbauen. Ja? Und ich glaube, dass es vielleicht auch etwas ist, was du dann auch machst, dass du dann ne, irgendwas noch mehr ausformulierst, dass es noch mehr ne, ein Bild, eine Figur, eine Idee entsteht oder auch eine Schwingung, eine Energie, die Leser aufbaut. Und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht schon so als wie so eine alchemistische Kunst bezeichnen kann. Ja, aus diesem Rohgerüst dann also wie so einen Diamanten zu schleifen. Ich denke, jeder Autor, der wirklich so seine Berufung gefunden hat, wird auch wirklich diese, sag ich mal, diese Professionalität haben, auch so einen Text auch 3-4 Mal vielleicht zu überarbeiten und das immer feiner auszuschleifen und ne, auszubauen, bis dann die Sätze stimmen. Also ich kenne das von meinen Büchern auch. Und ich finde das ein ganz, ganz spannenden Prozess auch zu sehen, wie sich dann auch so eine Qualität von einem Absatz verändert. Nur wenn man vielleicht mal 2, 3, 4 Wörter austauscht oder manche Wörter rauslässt. Das, also Sprache ist wirklich sehr, sehr mächtig. Und das dürfen wir gar nicht unterschätzen, ja, was Wörter oder eben auch die Bilder, die du beschreibst, was das dann bei den Lesern auslöst. Das hast du viel besser beschrieben, als ich es könnte. Also du hast mir da quasi selbst nochmal eine Antwort gegeben auf eine Frage, die ich mir vielleicht unterbewusst auch gestellt habe. Und ich kann alles, was du gerade gesagt hast, nur unterstreichen, dir dafür danken. Wirklich klasse. Also genauso ist es. Und das habe ich aber gerade für mich auch selbst fast erst erkennen dürfen. Ja. Ich rede auch oft von der Kunst der Sprache, die ich eben viel besser auch beherrsche, wenn man es meinetwegen so nennen darf, in der Schriftform. Man merkt es jetzt, wenn ich spreche, ich kann mich einigermaßen ausdrücken, aber das ist ganz gegenteilig zu dem, wie ich schreibe. Und ja. Ich kann diese Bilder viel besser im Schreiben erschaffen und ich fühle mich im Schreiben auch tatsächlich viel wohler als im Sprechen. Und ja, ich möchte es nicht zu sehr wiederholen, weil du es perfekt ausgedrückt hast. Man kann, glaube ich, durch die Wortwahl, durch die Konstellation in einem Satz eine Wirkung erreichen, die zwischen den Worten, zwischen den Zeilen geht. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich das, was ich in den Büchern versuche. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Ich habe jetzt mal so quer schon dein Buch gelesen. Auch so diese, das ist eine ganz eigene Sprache, die du da verwendest und auch wo ich auch spüre, dass die sehr präzise ist. Also da ist nichts dem Zufall überlassen. Ja, also das und das meine ich jetzt ganz, ganz positiv. Also eine sehr bewusste Sprache, auch wie du damit umgehst, was man ja hier auch in dem Titel schon sieht. Du arbeitest ja sehr viel auch damit, eben Gegensätze aufzulösen oder Leute aus so einer Schlaufe eben rauszuholen, dass sie sich eben zum Beispiel eben nur mit einem Aspekt ja, von einem Dualitätsthema identifizieren, dass sie sich öffnen können eben für diesen anderen Pol und dann letztendlich da irgendwie in die Freiheit kommen. Ich glaube, das hast du auch sehr gut in dem Titel schon geschafft, was ja auch schon eine Kunst ist, überhaupt einen Titel zu finden. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so die Essenz von deinem Buch, nehme ich an, und auch das Anliegen, ja. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also vielen lieben Dank für die lieben Worte und auch das hast du besser beschrieben, als ich das hier könnte. Es geht tatsächlich sehr um dieses Polaritätsthema, nicht nur in dem Buch, irgendwo in allen Büchern, auch ja. In meinem Leben. Und ein Buch ist ja letztlich immer so, das Erzeugnis aus dem Autor, ein Spiegelbild auch irgendwo von dem Autor. Und wahrscheinlich kann ich deswegen gar nicht anders, als sehr viel mit dem Polaritätsthema zu arbeiten, dem Verein von Gegensätzen, worum es ja, glaube ich, auch in der Spiritualität unter anderem grundsätzlich geht. Ja. Super. Ja, auch ein ganz wichtiges Thema, auch für jede Art von Reifeentwicklung, auch emotional oder spirituell oder zwischenmenschlich und auch eine große Herausforderung. Und ja, wir hatten ja im Vorfeld oder auch zu Beginn des Interviews über festgefahrene Identitäten gesprochen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal, hier zeigt sich das auch nochmal, ne? Weil wenn wir eben auch so an bestimmten Identitäten festhalten, dann ist das ja auch oft immer so polar auf einen Teil dieser Polarität dann fixiert. Und da werden, glaube ich, auch viele Menschen irgendwann unglücklich, ja, wenn sie so krass an diesem Bild festhalten oder dieses Bild, ich bin nicht liebenswert oder ne, dieses Bild oder was auch viele angehende Autoren haben.
oh, ich werde das nie schaffen. Also das gibt ja viele, die so, ne, in diesen Startlöchern stecken. Und da kommt der innere Kritiker und haut drauf, oh, du kannst nicht schreiben und es wird nie was. Es tut mir immer so weh. Weil viele Leute sich da total selbst verhindern und ihr diesem inneren Kritiker dann so viel Aufmerksamkeit geben, dass das dieses Schöne, ja, was da so entstehen möchte, quasi schon im Keim erstickt wird. Ne? Was würdest du da den Zuschauern raten, wenn sie jetzt selber auch so vor diesem Punkt stehen, zu sagen, ich möchte eigentlich was schreiben, aber der innere Kritiker so laut ist? Was würdest du den Zuschauern da empfehlen oder was hat dir geholfen, das vielleicht nicht so ernst zu nehmen, den Kritiker in dir? Vielleicht sich vor Augen zu halten, dass man nichts zu verlieren hat. Wenn du dem Weg deines Herzens folgst, kannst du gar nicht verlieren. Wenn wir jetzt das Beispiel des Autorendaseins nehmen und das Schreiben, mhm, und das, was ich eben auch schon kurz angerissen hatte, du schreibst jetzt etwas, es fließt in welcher Form auch immer. Es muss nicht die perfekte äußere schriftliche Form haben. Ich war auch nie ein Autor, habe heute noch Schwierigkeiten, mich so zu bezeichnen, weil ich eben auch ganz viele andere Identitätsbestandteile in mir habe. Ja. Nichtsdestotrotz, du kannst ja nicht verlieren, selbst wenn du keine Leser findest, selbst wenn du negative Rezensionen bekommst, selbst wenn kein Verlag dich veröffentlichen möchte. All das, du hast bereits in dem Moment gewonnen, in dem du es für dich aufschreibst. Mhm. Schreiben ist ja auch ein Selbsterfahrungsprozess, ein Selbstwachstumsprozess. Und ja, vielleicht einfach mit dieser Einstellung daran gehen, du kannst nur daran wachsen. Super. Ja. Ja. Ja, danke, das stimmt total, weil wir eben auch mit den Büchern selber auch wachsen und auch eine ganz starke Eigenreflexion ja stattfindet. Ne? Das ist wie eine permanente Spiegelung oder Austausch mit dem Manuskript und wieder zurück. Das ist ja ähnlich wie beim Malen, ja, dass wir also einen Teil unseres Bewusstseins dann nach außen projizieren, entweder auf eine Leinwand oder auf die Schreibmaschine und dadurch ja, so eine Feedbackschleife auch entsteht und die uns dann auch wiederum ja, etwas zurückschenkt. Ja? Also so denke ich, das ist eine ganz, ganz schöne Empfehlung, dass wir uns eben nicht abhängig machen sollen davon, ob das ein Erfolg wird. Mhm. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Faktoren. Es ist auch ein bisschen Glück dabei. Es ist die Frage, ist das auch, entspricht das vielleicht einem gewissen Zeitgeist? Das sind viele Faktoren. Natürlich auch der eigene Wille und auch die Visionskraft spielt auch eine große Rolle. Ich selber hatte ja auch die Vision, also möglichst viele Menschen zu erreichen und habe da auch wirklich ganz, ganz fest dran geglaubt, auch in einer Phase, wo ich wirklich weder einen Verlag hatte, noch das Buch fertig war. Aber ich habe das so innerlich ganz stark aufgebaut, dieses Bild. Und ich habe das auch gespürt, dass ich was zu sagen habe, was vielleicht noch nicht gesagt wurde. Und auch das baut natürlich eine Kraft auf. Und wir dürfen uns dann, glaube ich, nicht davon abhängig machen, ob wir jetzt schon Ergebnisse haben. Ne? Also entweder jetzt einen Vertrag bei einem großen Verlag oder ob das Buch schon fertig ist. Ich glaube, wichtig ist, dieses Gefühl ja im Herzen zu bewahren, dass dieses Projekt einfach wichtig ist, dass wir da einfach das auch dann zum Ende bringen. Und das ist ja das, glaube ich, wo viele scheitern, dass sie dann vielleicht anfangen, ein Buch zu schreiben, dass das dann liegen bleibt und na, dass der Prozess einfach nicht zu Ende gegangen wird oder dieser Weg. Und da bist du ja sehr, sehr schnell durchgegangen. Vielleicht noch eine Frage, wie lange hast du denn jetzt mit der ganzen Überarbeitung und so weiter, wie lange hast du an dem Buch geschrieben? Weißt du das noch? Ja, an dem ersten Buch aktiv geschrieben, glaube ich, 1 oder 2 Monate und dann noch etwa 1 Monat mit meiner Frau quasi lektoriert. Ja. Vielleicht auch nochmal, weil das ist mir gerade noch eingefallen zu dem Thema vor, Sprichwort, wie man sich selbst den Mut, wie man den Mut entwickeln kann, mit sowas dann auch rauszugehen. Ich glaube, was sehr viele blockiert, ich kenne das selbst auch, dass man am Anfang denkt, es gibt auch Menschen, die können das besser als ich. Mhm. Sei es jetzt im Schreiben, es gibt Menschen, die sind literarisch begabter, oder sei es, wenn wir jetzt im Bereich Spiritualität bleiben, Menschen, die sind weiser als ich, die leben schon viel achtsamer oder was weiß ich. Und das ist so ein Irrglaube, den, glaube ich, jeder irgendwo dann in sich trägt, die manchen mehr, einige mehr, andere weniger.
Ich habe damals auch, um das vielleicht auch mal etwas greifbarer zu machen, ich weiß noch, wie ich vor der Veröffentlichung des Buches mit einer Dame geredet hatte, die auch schon etwas älter war und die sich schon sehr viele Jahrzehnte in diesem Bereich der Spiritualität bewegt hat und die mir auch mehr oder minder so ins Gesicht gesagt hat, was willst du mir eigentlich erzählen als junger Mensch? Und ja, ich bin so lange dabei und ich hatte damals, wie auch heute, offensichtlich noch meine eigenen Themen. Und dann kam so dieser auch ausgesprochene Gedanke von ihr, ey, du hast dir selbst noch nicht mal geholfen, wie willst du irgendjemand anders helfen? Oder ich erinnere mich auch noch mit meinem Bruder, ich hoffe, er ist mir nicht böse, ich liebe ihn über alles, aber wie er mir damals gesagt hat, als ich gesagt hatte, hey, ich will jetzt Autor werden, ich will Bücher schreiben, veröffentlichen, da hat er gesagt, bist du dir sicher? Heutzutage liest doch keiner mehr Bücher. So, der kommt auch und das sind nur zwei Beispiele. Es kamen ganz, ganz viele negative Glaubenssätze, die ich auch irgendwo noch in mir hatte, die deswegen auch auf Resonanz getroffen sind. Aber ich habe es einfach trotzdem getan, weil ich eben wusste, ich habe nichts zu verlieren. Und ich war, wie du es gerade sehr schön gesagt hast, ich war nicht abhängig von dem Ergebnis. Das Einzige, was ich wollte möglichst viele Menschen erreichen, aber ich habe mir jetzt nicht gesagt, ich möchte 1 Million Menschen oder sowas erreichen, kein festes Ziel. Und ich wollte auch, wenn möglich, von dem finanziellen Rückfluss, sage ich mal, was man sich ja dann auch davon erhofft, wollte ich meine Existenz sichern können. Aber ich wollte zum ersten Mal in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt damals nicht mehr reich werden. Davor war es immer ein großes Ziel von mir, weil ich aus einer finanziell schwachen Familie komme. Und ich wollte diesen Mangel mein ganzes Leben lang unterbewusst ausgleichen. Mhm. Und als ich zu schreiben begonnen habe, habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, ich bin unabhängig von dem finanziellen Output. Es interessiert mich nicht. Ich nehme es dankend an, aber es interessiert mich nicht. Und wenn man mit dieser Einstellung da rangehen kann, und ich glaube, wenn es so dein Herzensruf ist, dann hast du automatisch diese Einstellung, dann kannst du, wie gesagt, nur gewinnen. So, jetzt bin ich wieder etwas abgedriftet. Das war die Frage davor, sorry. Ist nicht schlimm. Nein, nein, die Frage ist ja auch schon beantwortet. Wir hatten ja darüber besprochen, wie können die Zuschauer, die vielleicht jetzt auch ne, so eine Idee haben, den Mut finden, das zu beenden. Und da waren jetzt schon so viele schöne Aspekte dabei. Ich glaube, da konnten sich viele schon ganz, ganz tolle Impulse jetzt auch aus unserem Dialog dazu auch rausholen. Und ich denke, ja, es ist wirklich, es gibt viele Menschen, die wirklich so zum Autor berufen sind. Und ja, und das ist schön, sowas auch zu sehen, dass es eben auch dann erfolgreich sein kann. Also jetzt, ich meine es gar nicht mal jetzt so kommerziell, sondern eben wie du sagst, dass man viele Menschen erreicht, weil ich glaube, das ist ja auch so der Wunsch jedes Autoren, ja, viele Menschen zu erreichen. Ja, dass ich denke, das ist schon auch so ein zentraler Punkt, ja. Genau. Ja, und dann habe ich jetzt neulich dein Video gesehen, auch wo du mit deiner Frau vor der Kamera bist. Wo war ich 2020? witziger Titel. Und da erzählst du auch was Interessantes, dass du auch einen Burnout hattest, dass du jetzt auch schon wieder in einer Neuorientierung dich befindest und auch schon wieder etwas Neues auch kreiert hast. Vielleicht wäre das jetzt auch nochmal interessant, wenn du möchtest, dass du darüber noch was erzählen könntest. Ja, gerne. Also ich habe tatsächlich Anfang des Jahres einen Burnout erfahren. Und da war es auch so, wenn man jetzt von außen darauf guckt, ich durfte mit meinen Lesern mit meinen Büchern in 1,5 Jahren über 100.000 Leser erreichen. Wirklich, wirklich viele Menschen, wofür ich auch super dankbar bin. Und die meisten meiner Leser haben mich dementsprechend so als, weiß ich nicht, spirituell relativ reifen jungen Mann kennengelernt. Ein Autor, der sehr bedacht ist, sehr reflektiert ist, viel meditiert und als dieses Bild gesehen, als diese Identität letztlich auch. Und ich habe diese Identität auch bewusst für mich angenommen, aber es anfangs gar nicht als Identität. Eine Identität bedeutet ja, es ist letztlich nur ein Bild von dir, eine Schablone, was positiv und negativ sein kann. Das hat beide Seiten. Ich habe es anfangs gar nicht als Bild erkannt. Ich habe diese Rolle angenommen und dachte jetzt, das wäre ich. Weil ich vorher in meiner Kindheit, wie gesagt, immer der introvertierte Außenseiter, in meiner Jugend und frühes Erwachsenenalter der extrovertierte Macho und jetzt war ich der spirituelle Autor, also was ganz, ganz anderes. Und wenn man dann von so einem vermeintlich schlechteren Bild zu so einem vermeintlich besseren Bild kommt, dann glaube ich, ist die Gefahr im weitesten Sinne groß,
dann das vollständig anzunehmen und zu sagen, das ist jetzt kein Bild mehr, sondern das bin endlich ich. Das habe ich und ich habe mir dann selbst so viel Druck aufgebaut, weil ich wusste, die meisten meiner Leser sehen mich so. Und man hat ja dann von einem spirituellen Autor auch ja eine gewisse Vorstellung, die ich allerdings nicht war. Also um ganz ehrlich zu sein, bin ich das Gegenteil von dem, was man sich wahrscheinlich unter einem spirituellen Autor vorstellt. Ich meditiere mittlerweile recht selten. Ich lese im Moment zum Beispiel gar keine Bücher. Ich bin tätowiert. Ich gehe 3 bis 4 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Noch vieles, vieles mehr. Ich spiele gern Videospiele, gucke super gern Kinderfilme. Bin aus dieser Perspektive vielleicht unreif, würden manche Menschen bezeichnen. So. Und ich hatte dann immer in mir diesen Zwiespalt zwischen dieser spirituelle Autor, wie man ihn sich typischerweise vorstellt, und der ich noch daneben bin. Und ich habe aber gemerkt, dass ich als dieser spirituelle Autor trotzdem sehr vielen Menschen helfen kann. Und das war und ist bis heute meine höchste Vision. Und ich dachte, wenn ich diese Rolle als spiritueller Autor bestmöglich ausfülle, habe ich den größtmöglichen positiven Einfluss auf die Welt. Und deswegen habe ich unter anderem in 1,5 Jahren, und es war eigentlich summiert, weil ich zwischendurch noch andere Projekte hatte, eigentlich in einem halben Jahr 15 Bücher geschrieben. Ich habe frühmorgens bis spätabends geschrieben. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe mich in dieser neuen Berufung, sage ich mal, trotzdem auch wieder komplett verloren. Und das hat letztendlich in meinem, also trotz dem jungen Alter, trotz der spirituellen Reife in Anführungsstrichen, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, hätte präventiv handeln müssen, nichtsdestotrotz hat mich das in einen Burnout geführt. Also es war jetzt nicht diese Art von Burnout, wo ich Monate oder Jahre irgendwie gar nichts mehr machen konnte, aber ich erinnere mich noch gerade am Anfang, die ersten Tage und Wochen, ich lag im Bett und wenn ich einmal runter in die Küche gegangen bin, um mir was zu essen zu holen, ich bin wieder hochgegangen, dann, ich konnte nicht mehr. Ich war so erschöpft, körperlich und mental, ich war wirklich ausgebrannt. Ja. Ja. Es war für mich, das ist halt wie immer im Leben, eine Krise rüttelt dich wach, wenn du selbst es nicht mehr einfach sehen kannst und lässt dich und dein Leben nochmal überdenken. Und erst dann habe ich wirklich dieses neue Bild, der spirituelle Autor, auch als Bild erkannt und habe mich davon für mich selbst befreien können und habe mir gesagt, ich gehe jetzt so raus, wie ich mich fühle, ich zeige alle Facetten, die ich nun mal in mir habe und versuche damit die Menschen zu erreichen, nicht mehr nur mit einer Facette von mir. Schön, und, ja. Um auch hier wieder die Kurve zu kriegen. Ich war schon, ich habe ja anfangs von meinem Traumjob erzählt, als Marketingmanager, Content-Marketing-Manager. Und dieses Thema Unternehmertum, gerade auch in modernen Bereichen, Online-Marketing, Online-Verkauf, das hat mich schon immer unheimlich interessiert, weil für mich bedeutet Unternehmertum auch eine Form von Kreativität. Man kann es zum Beispiel, man kann seine Kreativität durch Schreiben äußern, durch Malen, durch Singen oder zum Beispiel durch ein eigenes Unternehmen. Und das war für mich schon immer interessant. Ich hätte auch damals, hätte ich nicht die Migräneanfälle gehabt, hätte ich noch heute in dem Beruf gearbeitet, zu 100%. Ja. Das Leben wollte mich nun mal erst zum Schreiben führen. Und jetzt, wo ich mir dann selbst nach dieser Krise, nach dem Burnout gesagt habe, ich möchte jetzt wieder alles von mir zeigen, alles rausgeben, nicht mehr darauf achten, wo ich mich wie gebe, war es für mich eigentlich der logische Schluss, dass ich meine zwei Leidenschaften, das ist einerseits die Spiritualität und andererseits das Unternehmertum, neben dem Schreiben noch, dass ich die zusammenfüge. Mhm. Und das hat mich zu dem heutigen Projekt geführt, was ich jetzt mit meiner Frau gerade vorantreibe, damit man sich was darunter vorstellen kann, um das möglichst zusammenzufassen. Wir helfen Menschen, die sich in den Bereichen Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität beruflich erfolgreich selbst verwirklichen wollen, diesen Traum eben in Form eines Coaches für einen alternativen Lebensbereich zu leben. Das war ein Phänomen, was ich von Anfang an als Autor auch beobachtet hatte. Dadurch, dass ich hinten in meinen Büchern meine E-Mail-Adresse hinterlassen habe und die Bücher dann so erfolgreich wurden, habe ich wirklich teilweise 30, 40, 50 Nachrichten am Tag bekommen. Die meisten davon Danksagungen, aber viele auch mit Fragen. Und es kam immer wieder diese Frage, wie kann ich einen sinnstiftenden Job finden? Wie kann ich meine Berufung finden? Wie kann ich mich selbst verwirklichen? Und es ist
ein Phänomen gewesen, was ich von Anfang an beobachtet hatte, dass Menschen, die sich für Spiritualität zum Beispiel interessieren, irgendwann in ihrem Leben auch den sehnlichen Wunsch haben, nachdem sie diese innere Freiheit für sich erkannt und gewonnen haben, diese Freiheit auf alle Lebensbereiche auszufüllen. Und dann kommt man irgendwann auch auf den beruflichen Bereich. Wenige, leider wenige, haben das Glück, in einem Angestelltenverhältnis zu sein, wo sie für sich sagen können, ja, ich erfinde meine Erfüllung darin, ich habe einen Sinn darin, ich habe auch gewisse Freiheiten darin. Ich respektiere jeden Angestellten, ich freue mich unheimlich für jeden, der im Angestelltenverhältnis seine Erfüllung finden kann. Aber ich weiß eben auch, dass das vielen leider nicht möglich ist. Und diesen Menschen wollte ich helfen. Zumal es auch dann wieder die höhere Vision, wenn wir vielen Menschen helfen wollen. Du weißt das selbst als Autorin, du darfst viele Menschen erreichen. Aber wenn wir uns zusammentun, ist unser Einfluss um ein Vielfaches größer. Dann multipliziert sich das Ganze. Ja. Und aus meinen Erfahrungen, auch von den Lesernachrichten, wusste ich, dass so viele Menschen etwas so Wertvolles in sich tragen, was es wert ist, mit noch mehr Menschen geteilt zu werden, denen aber leider dieses unternehmerische Know-how auch irgendwo fehlt, um die Botschaft eben mit einer breiten Masse an Menschen teilen zu können. Und das wollten wir eben, diese Lücke wollten wir füllen. Es gibt sehr viele Menschen, die sich aus ihrem Herzen heraus berufen fühlen, sich durch eine sinnstiftende Selbstständigkeit selbst verwirklichen zu wollen, die auch wirklich was mit der Welt zu teilen haben, die aber nicht wissen, wie das geht. Sie haben ein starkes Was und ein starkes Warum, aber ihnen fehlt so das Wie. Und das wollen wir mit unserem neuen Projekt eben füllen. Super. Ja, ich kann das total bestätigen. Man denkt dann immer, ja, und jetzt habe ich mein Buch draußen oder ich habe die Webseite online und jetzt werden automatisch die Interessenten zu mir kommen. Das ist halt leider bei spirituellen Menschen oft so ein bisschen so ein kindhaftes Denken, ja, dass sich alles dann schon arrangiert und die richtigen Leute finden ein. Und ich muss wirklich sagen, also die meisten Investitionen, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Jahren, waren tatsächlich im Bereich Marketing. Selber mich coachen zu lassen oder noch mehr zu investieren in meinen Internetauftritt, in meine Webseite, YouTube und so weiter. Mhm. Weil wir leben nun mal in einer Zeit, wo die Aufmerksamkeit der Menschen so umkämpft ist, ja. Mhm. Und dass man dann überhaupt gesehen wird mit dem tollen Angebot, das ist natürlich auch wieder ein Universum für sich, ja, sichtbar zu werden, bekannt zu werden, also nicht aus dem Ego heraus, sondern überhaupt, um dann überhaupt die Chance überhaupt zu bekommen, ja, mit dieser Wunschzielgruppe arbeiten zu können. Genau. Und ich denke, dass das für viele auch, gerade die im Bereich Coaching und Therapie alternativ, sage ich mal, angeboten oder auch Gesundheitsangeboten, da wirklich die größte Frustration auch drin liegt, nämlich in der Frage, wie werde ich jetzt überhaupt gefunden oder wie finden meine Kunden zu mir? Und ich denke, dass das ein wichtiges, tolles Angebot ist, was ihr da kreiert habt. Und wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg damit und auch viel Spaß natürlich mit diesem neuen Projekt. Ja, das ist, da sind wir auch wieder bei dem, was wir schon anfangs angesprochen haben, diese Vereinigung von Gegensätzen. Viele kommen aus dieser starken Kopfwelt und sind da nicht glücklich und brechen dann aus in diese metaphorisch ausgedrückt Herzenswelt, in diesem Bereich der Spiritualität, fühlen sich da auf einmal viel wohler und wollen nur noch sich am liebsten in dieser Herzenswelt bewegen. Ja. Aber gerade dann auch im beruflichen Bereich, Thema Selbstständigkeit, ist es, glaube ich, ganz wichtig, hier sind wir wieder bei der Vereinigung, dann das, was du im Herzen trägst und hinaustragen möchtest, mit dem Kopf zu verbinden. Und der Kopf dann eben als Metapher für all das Unternehmerische, für nun mal die Mittel, die du benötigst, du hast es sehr richtig gesagt, um beispielsweise auch sichtbar zu werden als Coach und all das. Und ich glaube, dass die Wahrheit oder die Lösung letztlich immer in der Mitte, immer in der Verbindung liegt. Und das gilt für alle Bereiche, privat und beruflich. Ja. Ja, das war für mich auch ein langer Weg und ich bin da immer noch dabei, mich da weiterzuentwickeln. Und ich denke auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch diese Angst zu verlieren, ja, sichtbar zu werden. Und dazu habe ich ja auch ein kleines Online-Live-Seminar mal gegeben und gebe das immer mal wieder. Und da sieht man wirklich, da kommen dann diese alten Glaubenssätze, ne? Diese Hemmungen, ne? Was denken die Leute und bin ich denn auch schon gut genug und was habe ich überhaupt zu sagen? Ich denke, das sind so Sätze, die jeder kennt, der vielleicht wirklich schon wirklich was zu geben hat,
aber daran immer noch zweifeln. Das ist auch letztendlich menschlich, ja. Wir werden nicht als Superstars geboren und wir werden auch nicht als Experten für irgendwas geboren. Das sind ja alles Dinge, in die wir uns hineinentwickeln, die wir, ne, durch eigene Reifeprozesse, durch Krisen, durch auch Fleiß und Willensanstrengung auch genauso, dass wir da überhaupt erst hinkommen. Und das ist wirklich ja ein immerwährender Prozess und auch gerade im Bereich Marketing, auch da verändert sich ja auch alle Jahre immer wieder etwas. Ne? Dinge, die vor 2 Jahren funktioniert haben, funktionieren vielleicht jetzt nicht mehr so oder sind vielleicht auch teurer geworden, was weiß ich, über Anzeigen, Online-Anzeigen sprechen. Auf einmal, ne, klappt vielleicht eine gewisse Strategie nicht mehr oder auch im E-Mail-Marketing. Die Leute sind ja so reizüberflutet und das ist die große Kunst. Ne? Wie kann ich nach außen kommunizieren, ohne dass die Leute sich von mir zugemüllt fühlen? Ja? Also das ist, denke ich, in der heutigen Zeit, wo wir wirklich so viele E-Mails bekommen, so viele Videos auf YouTube hochgeladen werden, so viele Nachrichten auf uns einströmen, denke ich, glaube ich mal, ja, die größte Kunst, ja, da wirklich eine Ansprache zu finden, dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, okay, jetzt will mir jetzt nicht schon wieder einfach nur was verkaufen quasi, ne, sondern da ist wirklich jemand mit einer Herzensbotschaft und mit einem echten Anliegen. Und ich glaube, da ist Authentizität natürlich schon auch ein ganz wichtiger Schlüssel, ja, dass wir uns nicht eben hinter diesen Expertenrollen verstecken, sondern dass wir auch ja einfach auch Mensch sein und bleiben. Und das finde ich jetzt bei dir auch sehr sympathisch, dass du da auch dich selber da vom Sockel holst und auch den Leuten auch die Chance gibst, einfach dich auch so zu sehen, auch wie du bist, auch mit deiner, sag ich mal, ganz normalen, ne, menschlichen Seite oder wie du dich halt auch gibst und wie du auch dich selber erlebst, weil viele ja da einfach auch so ein Image aufbauen, was dann so auch überhaupt nicht dem der Realität entspricht. Ja, bin ich vollkommen bei dir und genau das hat dann, also das ist auch das, was letztlich funktioniert, in Anführungsstrichen, die Menschen, es ist ja menschlich, dass wir nicht diese aufpolierten Gesichter, sich da metaphorisch sehen möchten, sondern wir sind Menschen und wir wollen mit Menschen in Kontakt treten, auch im Bereich des Beruflichen, dass, so wie du es gesagt hast, dass wir das Gefühl haben, nicht das Gefühl haben, dass uns jemand irgendwas verkaufen möchte, sondern dass es um uns geht, dass es um unsere Probleme geht und auf der anderen Seite ist jemand, der mir helfen möchte, mein Problem zu lösen. Und Verkaufen, Marketing und all das, es ist ein bisschen negativ behaftet einfach, da sind wir auch wieder beim Thema Glaubenssätze, weil es eben schwarze Schafe gibt. Aber letztlich ist es, kann es auch etwas ganz Natürliches, Authentisches sein. Und wenn du den wirklichen, wahrhaftigen Wunsch hast, einfach deinen Mitmenschen eine Hilfe zu sein und du das dann noch mit einem adäquaten Wie verbindest, das vielleicht auch, da sind wir auch wieder dem Zeitgeist entspricht, dann kann man da schon ganz, ganz viel machen. Ja. Super, Fabian. Ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Rundumkreis, sag ich mal, geschlossen und ich würde jetzt gerne das Interview hier an dieser Stelle abschließen. Ich glaube, die Zuschauer haben sehr viel jetzt an Input bekommen. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, da nochmal irgendwann noch einen zweiten Teil zu drehen und das würde mich sehr freuen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Projekt und ja, dann sehen wir uns vielleicht bald in einem nächsten Interview. Ja, vielen lieben Dank, dass ich bei dir und bei euch sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut, vielleicht auch über einen zweiten Teil und auch dir weiterhin alles, alles Liebe und deinen Zuschauern. Ja, danke. Und ich werde natürlich deine Webseite auch hier unter dem Interview verlinken und genau, und die Zuschauer dürfen natürlich gerne auch Fragen dann im Kommentarfeld hinterlassen. Wir versuchen das zu beantworten. Genau. Also, tschüss. Danke dir. Danke auch.